Willkommen zum nächsten Part zu Cyberpunk. Scheiße. Boah, leck mich am Arsch. Oh, leck mich am Arsch! Was denn hier? Oh, 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 oh. Ich schock am Arsch, ey! Was zur Hölle geht hier?
Er leckt mich doch am Arsch. Geil, wa? Jetzt bin ich mal gespannt, wo ich bin. Ey, wie soll ich das denn schaffen? Wie soll ich das denn schaffen? Ich hab das doch ausgerüstet, oder nicht? Ausrüsten, R! Mehr Gegner! Wir können die Stellung nicht halten! Hallo, rüst es aus! Der rüstet das nicht aus. Gleich geht's los. Bist du bereit? Ich reiß dir die Eingabe. Positionen. Lass mich durch. Hier noch!
Rettungsfeuer. Beschäftige sie. Songbird, bist du da? B, wie bin Status? Wir beide sind noch am Leben. Okay. Geh zu dem leeren Gebäude in der... Elizabeth Cress, schon klar. Ich bin nicht senil. Da kann man gut untertauchen. Keine Wärmesignaturen. Steht also leer. Niemand da. Und jetzt Bewegung. Es war ein harter Kampf. Ich muss mich echt da nochmal reinfuchsen in das Kampfsystem und alles. Songbird dran. Ihr geht's gut. Und sie hat für uns ein Safehouse gefunden. Songbird. Ich hab mir schon Sorgen gemacht. Aber sie landet immer auf den Füßen. Ihr beide hattet irres Glück. Oh, vielleicht dank dir. Lass die Waffe mal bei mir. Ah, gut. Okay. Ah! Ah! Ja, ich musste den so nah da stehen, also das ist ja Hammer. Was für ein verfickter Albtraum. Meine Leute sind tot. Alle. Wegen mir. Albtraum, genau. Ist das nicht? Du ahnst ja nicht, welches Ausmaß das hat. Wir wurden gehackt, also hatte Hansen Hilfe aus Washington. Die NUSA-Regierung weiß zweifellos von dem Absturz. Die haben die Landung in Doctown über die Satelliten verfolgt. Es sei denn, die Sache ist noch viel komplizierter. Hansen verbreitet garantiert schon seine Propaganda. Da bin ich mir sicher. Dann können unsere Leute erst recht nicht über die Grenze. Ich kann niemandem trauen. Ich sollte... Scheiße. Ich weiß nicht, was ich tun soll. Ich verstehe schon. Aber denk dran, dass ich auch noch da bin. Du? Und Songbird. Wir holen dich aus der Scheiße raus. Danke, V. Wir halten uns an den Plan. Danach sehen wir weiter. Warte mal. Verdammt! Wenn Hansen jemanden in Washington hat, können die mich überall, jederzeit finden. Ich habe einen subdermalen Tracker. Der muss sofort raus. Er steckt direkt neben einer Arterie. Ich brauche deine Hilfe. Entschuldigung, Schuss, Krabbel in Zähne. Die Präsidentin hat einen Tracker? Weird.
Sicherheitsmaßnahme. Falls ich aus dem Weißen Haus ausbreche und mir die Nacht um die Ohren schlage, hilfst du mir? Okay, aber das wird scheiße wehtun. Schmerzen sind angeblich bloß eine Frage der Einstellung. Was heißt, sie lassen sich unterdrücken? Schwachsinn, wenn du mich fragst. Aber wir haben keine Wahl. Schneid los. Es geht gleich offline. Schneiden, das wird einen schneiden. Denk an deine Feinde. Augen zu. Denk an irgendeinen abgefuckten Wichser. Hilft mir immer. Das ist eine lange Liste. Umso besser. Moment, ist das... Beeil dich! In Deckung! Bleibt das eine andere Frage. Ihr müsst ganz nach oben. Ich melde mich später. Ich hab Songbird dran. Sie sagt, wir sollen höher klettern. Geh vor. Ist schließlich deine Stadt. Zeit abzuhauen. Schutzengel, ob sie diesen Aufzug in Gang setzen kann. Alles okay bei dir? Wo bist du gerade? Nicht in einem kühlen, gemütlichen Eisbad. Ach, was ich jetzt nicht dafür gäbe. Aber ich bin in der Nähe. Musste nur ein Nest zum Verstecken finden. Der Aufzug braucht etwas Runner-Magie-Song. Bin schon dran. Oh, oh. Sorry, V. Meine Magie reicht hier nicht. Wir brauchen Strom. In der Nähe gibt es einen Wartungsschacht mit einem Sicherungskasten. Folge dem Gerüst. Ich muss das Licht wieder anknipsen. Bin gleich wieder da. Okay, ich warte so lange hier. Entschuldigung. Er fährt wieder.
Wir wünschen viel Spaß mit unserem neuen, sorgsam zusammengestellten Auswahl an Arcade-Spielen und Spielautomaten. Wir hoffen, dass diese kleine, aber doch dennoch ausgewählte Kollektion gefällt. Overlight, Tower of Chrome, Madman, Joe Bombastic, Blutbad 1, Blutbad 2, zwei Maschinen. Der zweiten Edition mit einem nicht gepatchten Glitch. Doppelsprung in 6 Pixeln höher als normal. Blutbad 3, Herz der Valkyrie und Gold der Pharao mit Grafik der ersten Generation. Wisst ihr Bescheid? Kein. Ja. Meinst du, das klappt? Was, wenn wir stecken bleiben? Das finden wir gleich raus. Wir befinden uns in einem fahrenden Aufzug in einem total verlassenen Hotel. Meinst du nicht, dass das auffällt? Ach, überlassen wir den analytischen Teil Songbird. Die kleinen Scheißteile sind unruhig und haben empfindliche Sensoren. Wenn die uns entdecken, wird's schnell ungemütlich. Ein guter Grund, gleich weiterzugehen. Das dachte ich mir. Ich auch. Atme tief durch und seid leise. Verrate ich, wo ihr seid. Das wollen wir ja nicht. Achtung, Patrouille! Das ist ja, wenn ich das Ding abfeier. Nee, warte mal, ich warte mal gerade. Der geht hier weg. Kamerasteuerung. Ah ne, hier. Überhitzen 7.
kannst. Kamerasteuerung. Okay, wenn ich jetzt Kamerasteuerung so. Warte mal, ist so? Oder wieder so? Z. Ausführen ist F. Überhitzen. Wir erledigt. Oh. Ich bin wohl auf Gefahr. Sie kriegen mich nicht. Dumm von dir. Es geht nicht nur um dein Leben. Toll. Klasse. Das wollen wir ja nicht. Okay, gucken wir mal. Achtung, Patrouille. Das mache. Versuch gerade was. So eine Scheiße. Wenn die uns hier erwischen, sind wir erledigt. Du stehst wohl auf Gefahr. Ha? Doch. Es geht nicht nur um dein Leben. Oh. Ihr seid. Das wollen wir ja nicht. Na toll! Na super! Klappt auch nicht! Irgendwie unterbrechen. Ich glaube 2. Drücken wir mal 2. Geht auch nicht. Guter Schuss. Hier, du hast ja eure Position verraten. Du stehst wohl auf Gefahr. Das geht auch nicht.
Ah ja, danke fürs Zugucken. Das war Cyberpunk für heute. Gebt dem Video einen Daumen hoch, abonnieren, liken, teilen, kommentieren. Bis zum nächsten Mal beim munteren Umbringen.